Über russische Kriegsrhetorik und Propaganda wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit dem Militärexperten Oberst AD Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend. Guten Abend, Frau Zahedi. Herr Richter, warum hat Lavrov das jetzt gesagt, dass er die ukrainische Regierung stürzen will? Warum hat er das jetzt gesagt und warum sagt er es überhaupt? Ja, zunächst einmal müssen wir festhalten, dass wir aus Moskau schon sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Kriegsziele gehört haben. Jahrelang haben wir über die NATO-Erweiterung diskutiert. Früher gab es dazu sogar Verträge über die Rüstungskontrolle. Die letzten Vorschläge vom Dezember, Vertragsvorschläge, haben ja das widergespiegelt. Und dann haben wir seit dem letzten Jahr, etwa auch seit dieser Zeit, etwa genau ein Jahr ist es her, die Vorstellungen von Putin gesehen, dass es eben eine historische Analyse versucht und gesagt, die beiden Völker gehören zusammen und früher gehörte das alles zum Zahnreich. Und das wäre also letztlich dann ein anderes Motiv als das sicherheitspolitische. Das ist ja eher ein neoimperiales, das sich da herüberlegt. Und das dritte Motiv war dann eben etwas bescheidener, nämlich der Schutz der Bevölkerung, die aus russischer Sicht pro Russland oder Russland-affin ist im Donbass. Das gilt sicher auch dann aus russischer Sicht für den Süden. Wir haben also ganz unterschiedliche Vorstellungen, was die Kriegsziele sind. Sie scheinen sich im Laufe der Zeit auch mit dem Verlauf der militärischen Ereignisse verändert zu haben. Aber natürlich fragt man sich, warum sagt er das genau jetzt und warum sagt er es in Kairo? Und ich glaube, das muss man einordnen. Denn man muss nicht nach Kairo fahren, um ein solches Kriegsziel zu verkünden, sondern es ging ja Russland im Grunde genommen darum, die internationale Blockade, die der Westen ja auch ausgerufen hat, gegen Russland zu durchbrechen. Dazu macht er Auslandsreisen. Er beginnt natürlich bei einem afrikanischen Staat, der den Russen nahesteht oder der Sowjetunion schon nahestand. Ägypten bezog früher sowjetische Waffen, jetzt immer noch russische Waffen. Und vor allen Dingen ist Ägypten der Hauptempfänger des Getreides, das im Moment blockiert ist. Also es gibt viele Gründe, warum man ausgerechnet in Kairo beginnt und dann von dort aus so eine Stellungnahme abgibt. Was aber auch zu sagen ist, die militärische Lage gibt es ja im Grunde genommen gar nicht her, das weit gesteckte Maximalkriegsziel. Denn de facto ist es ja so, wie wir gerade im letzten Beitrag auch gehört haben, dass die Fortschritte im Donbass relativ langsam sind. Kleine Schritte, lokale Überlegenheit der Artillerie, aber dann doch ein langsames Durchbohren, fast schon millimeterweise, während in Kherson im Westen die Ukrainer nun eine Gegenoffensive vorbereiten, die allerdings im Moment auch nicht so recht vorankommt. Also ich sehe hier eher eine Balance der Möglichkeiten und wahrscheinlich wird am Ende es entscheidend sein, wer über die größeren Ressourcen verfügt, die man in eine solche Materialschlacht hineinwerfen kann. Luzerner schreibt dazu auf YouTube, immerhin sind die Russen jetzt mal ehrlich, hat ja lang genug gedauert. Herr Richter, da sind Sie wieder. Herr Richter, lassen Sie uns aber dieses Szenario jetzt mal kurz durchgehen, weil unabhängig von den Kämpfen an der Front ist es ja so, dass wenn es Russland gelingen würde, einen Attentat auf den ukrainischen Präsidenten zu verüben und dieser das nicht überleben würde, was würde das mit der Kampfmoral der Ukrainerinnen und Ukrainer, die ja wirklich so beachtlich ist in den letzten Monaten, was würde es mit denen machen? Ja, zunächst mal sind wir natürlich hier im Bereich der Spekulation. Wir müssen festhalten, dass ein Versuch ja schon im März gemacht worden ist, von Norden her Kiew einzunehmen, sozusagen im Handstreich. Und ich habe das Gefühl, dass hier die russische Armee eigentlich Opfer des Narrativs des Präsidenten geworden ist. Denn wenn man glaubt, dass diese Ukrainer keine Homogenität aufweisen, keine nationale Identität und letztlich die russischen Truppen als Befreier begrüßen würden, dann macht man natürlich auch militärische Fehler. Man bereitet sich nicht taktisch und logistisch gut vor. Und man glaubt dann im Handstreich nach Kiew reinfahren zu können und erlebt dann ein Waterloo. Und das ist genau dort passiert. Die Russen mussten sich mit großen Verlusten zurückziehen. Also dieses Szenario können wir schon mal vom Tisch nehmen. Ich glaube auch nicht, dass das im Moment eine realistische Alternative ist, zu glauben, man könne ein solches Szenario wiederholen.
Gut, Attentate, darüber mag man spekulieren, aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Vor allen Dingen müssen wir sehen, dass die Ukrainer große Sicherheitsmaßnahmen um den Präsidenten herum getroffen haben. Ich glaube eher, dass die Russen darauf anspielen, dass sich die Situation von 2014 wiederholen könnte, wo doch große Teile, gerade im Süden und Osten der Bevölkerung, sich als russlandaffin gezeigt haben, Teile der ukrainischen Flotte damals vor allem sind übergelaufen zur russischen Armee, hier der Schwarzmeerflotte. Und der Widerstand, die Verteidigung ruhte dann auf Freiwilligenbataillon. Das hat sich natürlich erheblich geändert. Das hat offenbar Russland nicht so wahrgenommen. Man nimmt hier die Minderheit, die es sicherlich noch gibt. Man sieht es ja auch im Donbass an den 35.000 Armeeangehörigen, die auf der anderen Seite stehen. Man nimmt diese Bürgerkriegssituation in einer anderen Weise wahr, als wir das tun. Man verwechselt hier Minderheit und Mehrheit offenbar. Und das führt zu diesen Fehleinschätzungen. Das ändert aber nichts an der tatsächlichen militärischen Lage. Die Ressourcenfrage ist längst nicht gelöst. Natürlich kann Russland auch auf Ressourcen zurückgreifen. Die Ukraine ist abhängig von westlichen Lieferungen. Lassen Sie uns noch mal kurz bei diesem Thema psychologische Kriegsführung bleiben. Ihre Kollegin Margarete Klein hat da letzte Woche bei uns im Stream bei ZDF heute live darüber gesprochen. Da hören wir kurz rein. Was wir in Bezug auf westliche Staaten zu erwarten haben, ist sicherlich Richtung Herbst hinein eine viel stärkere sogenannte psychologische Kriegsführungsoperation oder den Versuch durch Propaganda und Desinformation eben die innenpolitische Debatte zu drehen. Denn für Putin ist eine Schwäche westlicher Staaten diejenigen, dass die dortigen Politiker auf die öffentliche Meinung Rücksicht nehmen müssen. Und deswegen versucht man ganz gezielt, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, damit von dort aus Druck auf die Führungen ausgeübt wird, dass man sagt, naja, es hat eigentlich gar keinen Sinn, die Ukraine zu unterstützen. Ein schlechter Waffenstillstand sei besser als die Fortsetzung des Krieges, was aber letztendlich nur russische Gebiete und russische Gewinne konsolidieren würde. Herr Richter, ist eine solche Ankündigung, die ukrainische Regierung stürzen zu wollen, auch eine ganz klare Botschaft an den Westen? Also ich glaube, das wird im Westen nicht verfangen. Das ist ja eher eine Drohung, entweder mit einem Attentat, was ich aber jetzt weniger für wahrscheinlich halte, zumal es ja gar keine innenpolitische Auswirkung hätte, denn es gibt genügend Kräfte in der Ukraine, die diesen Krieg, diese Verteidigung weiterführen würden. Aber ich denke, wenn es um eine solche Hilfe, wie er sagt, geht, damit sich das ukrainische Volk von einer solchen Regierung befreit, dann kann es sich ja nur um militärische Operationen handeln. Und hier sehe ich noch keine entsprechenden Erfolgsaussichten. Ich glaube, dass im Moment auf allen Seiten Maximalziele formuliert werden. Und ich glaube, keiner tut gut daran, im Westen jetzt über so etwas wie einen Kapitulationsfrieden zu reden. Natürlich ist das gar nicht möglich. Auf der anderen Seite wird es aber einen Frieden am Ende auch nur geben, wenn man letztlich dann doch verhandelt. Aber das heißt ja, dass alle von ihren Maximalzielen abweichen müssen. Ein solcher Frieden kann ja nur unterhalb von Maximalzielen erfolgen, wie das bisher die historische Erfahrung ist. Und das darf weder Kapitulation sein, noch überzogene Forderungen einer Totalruinierung der russischen Armee etwa oder der russischen Wirtschaft. Denn wir sehen ja auf allen möglichen Ebenen, auf der wirtschaftlichen, aber auch auf der militärischen, dass man auf allen Seiten versucht, solchen Maximalforderungen etwas entgegenzusetzen. Und das läuft ja dann auf eine Materialschlacht hinaus und da fragt man sich, wer kann eigentlich mehr Ressourcen hier aufbringen? Über die Ressourcen sprechen wir gleich noch. Es gibt eine Frage auf YouTube, was die Einschätzung ist, ob der Krieg so lange laufen wird, bis die ganze Ukraine eingenommen ist, oder ob den Russen ein gewisser Teil reichen wird. Das ist eine Frage an mich wahrscheinlich. Genau. Wir schauen in die Glaskugel hier. Wir sind beim Spekulieren. Am Ende wird auch Russland oder die russische Führung natürlich zu einem Schluss kommen müssen, der dann abwägt, was denn noch tragbar ist, weitere hohe militärische Verluste in Kauf zu nehmen oder an irgendeinem Punkt zu sagen, das war's jetzt. Putin ist ja frei, einen Sieg zu erklären, wenn er es für richtig hält. Weil wir ja unterschiedliche Narrative bereits gehört haben. Das geht, wenn ich mal an die Äußerungen von Präsident Zelensky vom März anknüpfen darf. Da hat er drei Vorschläge gemacht. Erstens Verzicht auf den NATO-Beitritt, zweitens Sonderstatus für den Donbass, der zwischen den Präsidenten verhandelt wird,
Und drittens ein Sonderstatus für die Krim, der aber zunächst einmal für 15 Jahre verschoben wird, sodass man das dann nochmal neu beginnen kann. Bis dahin so etwas wie eine de facto Anerkennung der russischen Kontrolle, nicht de jure, also nicht rechtlich. Das waren ja schon sehr weitreichende Vorschläge und sind alle Seiten offenbar von solchen Vorschlägen abgewichen und haben Maximalziele gesetzt. Ich glaube, Realismus bedeutet, dass man unterhalb der Maximalziele am Ende zu einem nüchternen Ergebnis kommen muss. Und das wird wahrscheinlich doch irgendwo dort liegen, wo Zelensky bereits Ende März seine Vorschläge gemacht hat. Bobolino hat noch eine Frage. Wird das ukrainische Staatsgebiet dann einfach russisch im Falle eines Putsches gegen Selenskyj? Das glaube ich eher nicht, denn wir haben ja nicht nur eine Figur, die in der Ukraine den Widerstand trägt, sondern man muss ja noch deutlich sehen, dass Selenskys Vorschläge, die ja schon sehr weitreichend waren, auch auf innenpolitischen Widerstand gestoßen sind, weil das Gefühl der nationalen Identität ist natürlich im Laufe der 8 Jahre seit der Krim-Annexion erheblich angestiegen. Die Ukraine hatte noch nie so eine Identität oder nationale Einheit gehabt, wie das jetzt der Fall ist, nachdem Russland angegriffen hat. Wir können sogar vielleicht zynisch feststellen, weil es so im Gegensatz zu dem Narrativ von Putin ist, Putin hat dazu beigetragen, dass die Identität der ukrainischen Nation nunmehr deutlich angestiegen ist, dass es nicht nur den Westen betrifft, wie das vielleicht historisch oder traditionell war, sondern jetzt bis weit in den Osten hineinreicht, auch die russischsprachige Bevölkerung betrifft. Und das heißt, der Widerstand wird nicht nur an Selenskyj liegen. Es gibt genügend Führungsfiguren in der Ukraine, um das weiterzutragen. Ich behaupte sogar, der Widerstandswille würde auch dann nicht brechen, wenn Kiew genommen ist. Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz darüber sprechen, wie die Ukraine zurzeit militärisch gerüstet ist. Heute sind ja die ersten drei Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard eingetroffen. Auf diese Panzer der Bundeswehr hatte das Land schon lange gewartet und heute sind sie eben angekommen, zusammen mit 10.000 Schuss Munition. Die Bundesregierung hatte Ende April 30 ausgemusterte Exemplare versprochen. Diese mussten aber noch instand gesetzt werden. Eigentlich sollten sie bis Mitte Juli schon da sein, insgesamt 15. Herr Richter, inwiefern verbessert das nun die militärische Situation für das ukrainische Militär? Ja, da muss man zunächst einmal die westlichen Waffenlieferungen im Kontext sehen. Wenn wir sehen, was die NATO-Staaten geliefert haben, also allen voran natürlich erstmal Polen mit 240 T-72 Kampfpanzern, aber auch viele andere Staaten und die Amerikaner mit sehr vielen Haubitzen, auch Deutschland hat sich gemeinsam mit Holland hier eingereiht mit sehr modernen Panzerhaubitzen 2000. Frankreich und Großbritannien, da liegen etwa auf der gleichen Ebene. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kommen wir auf schwere Waffen, die in die Hunderte gehen. Also wir sind bei etwa 150 westlichen Haubitzen. Dazu kommen eine ganze Reihe von Haubitzen östlicher Bauart. Die Kampfpanzer habe ich genannt. Und in diesen Rahmen reiht sich jetzt ein, was wir jetzt sehen, diese Gepard-Lieferungen, das ist ja wohl nur die erste Tranche der ersten Serie von 15, weitere 15 sollen folgen. Und der Gepard als solcher hat natürlich eine hohe Feuerkraft. Er ist eigentlich ein Flakpanzer, also ein Flugabwehrpanzer, der in der Lage ist, die Truppen in der Bewegung gegen Luftangriffe aus niedrigen Höhen zu schützen, sprich also gegen niedrig fliegende Jagdflugzeuge, Jagdbomber und Kampfhubschrauber. Er hat aber auch eine Feuerkraft gegen Bodenziele und die ist ganz erheblich. Das heißt, er wird schon dazu beitragen, dass die Feuerkraft erheblich verstärkt wird. Aber man muss das in diesen Kontext einbauen, denn die Zahl als solche ist ja zunächst einmal gering und wird für sich natürlich jetzt kein Game Changer sein, wie man das überhaupt nicht bei einzelnen Waffensystemen sagen kann, dass es die taktischen Regeln nun ganz dreht. Denn am Ende kommt es darauf an, wie man seine Waffen vernünftig aufeinander abgestimmt einsetzt, sodass man den besten taktischen Erfolg hat. Das haben Sie jetzt gut eingeordnet, denn Filippo hat uns auf YouTube geschrieben, das ist doch lächerlich wenig, aber wie Sie sagen, im Gesamtzusammenhang
sieht das dann natürlich etwas anders aus. Schauen wir nochmal auf die deutschen Waffenlieferungen. Es gibt ja Probleme mit dem sogenannten Ringtausch, denn ursprünglich war ja geplant, dass östliche NATO-Partner wie Polen und Tschechien ältere Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern. Das ist zwar geschehen, nur hat Deutschland diese Partnerländer dafür noch nicht, wie es ja vereinbart war, mit moderneren Leopardpanzern ausgestattet. Und jetzt werden die Stimmen in der Bundesregierung lauter, solche Panzer eben nicht über Umwege, sondern direkt an die Ukraine zu liefern. Was würden Sie sagen, Ringtausch oder Direktlieferung? Ja, zu Beginn des Krieges war der Ringtausch immer das Angesagte, weil es einfach schneller geht, weil man für einen Ringtausch die gleichen Systeme verwenden kann, die man direkt in die Ukraine schickt, die dort im Einsatz sind. Also diese T-72-Kampfpanzer beispielsweise. Dafür braucht man nicht ausbilden, man hat die Munition, man braucht keine Ersatzteilkette aufbauen, die kann man übernehmen und damit kämpfen. Das wird aber jetzt allmählich an das Ende kommen, denn diese Waffenströme sind erschöpft und auch die Verluste der Ukrainer nehmen zu. Und es wird dann darum gehen, irgendwann mal auch auf westliches Gerät umzuschalten. Das ist bei den Haubitzen geschehen. Die Artillerie stellt im Moment um auf westliche Systeme. Was die Kampfpanzer betrifft, das hat aber auch eine politische Dimension, bevor ich mal auf das Technische komme. Denn bisher hat noch kein Staat, auch die USA nicht, Kampfpanzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert. Wenn, dann wäre das kein Alleingang Deutschlands. Das würde man dann nur zusammen machen mit den USA, Großbritannien und Frankreich. Bisher hat keiner das geliefert. Ich sage nicht, dass das eine rote Linie ist, die nie überschritten werden kann. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob ein Kampfpanzer, der eben eine typisch deutsche Signatur hat, russische Truppen über die Grenzen treibt, und das im Alleingang, oder ob es jetzt um eine konzertierte westliche Aktion geht. Also das ist nun mal die politische Seite. Die technische Seite ist aber eine andere. Die Bundeswehr, verfügt nicht über ausreichend Kampfpanzer in den aktiven Verbänden. Es gibt zu viele Kampfpanzerbataillone, die letztlich nur über die Hälfte ihres Sollbestands verfügen. Die Bundeswehr hat aber die Verpflichtung, jetzt die Bündnisverteidigung vorzubereiten und schrittweise bis 2025 eine Panzerdivision aufzustellen, um die Ostflanke der NATO zu schützen. Das ist eine Verpflichtung, die in Madrid getroffen worden ist, der man sich nicht entziehen kann. Dafür gibt es auch nicht nur die allgemeine Erhöhung des Verteidigungshaushalts, sondern auch dieses Sondervermögen von 100 Milliarden. Und das muss möglichst schnell jetzt passieren, dass die Truppe, die ja nicht voll ausgestattet ist, dann auch voll ausgestattet wird. Und es geht nicht nur um Panzer, es geht dann am Ende auch um Munition. Ich glaube, das ist sogar noch der größere Engpass. Denn die westliche Industrie, vor allem die deutsche Industrie, ist ja auf eine Kriegsproduktion im Moment nicht eingestellt. Ich sehe im Moment noch kein Umsteuern auf Kriegsproduktion, aber ich sehe, dass es ein Dilemma gibt, nämlich die eigene Verteidigung zu stärken, was ja eine Verpflichtung ist der NATO und der Bundesregierung, und zum anderen aus den Depots Waffensysteme älterer Bauart herauszuholen, die natürlich Ressourcen verschlingen, bis sie dann einsatzbereit gemacht werden, und dafür Ersatzteile zu finden und die Munition etc. und noch auszubilden. Also das muss schon gegeneinander abgewogen werden, und einfach zum Regal zu gehen und die Dinge abzuholen, das wäre dann doch zu einfach. Hier ist noch eine Meinung reingekommen von Anna Sorena auf YouTube. Da würde ich gerne wissen, wie ihre Antwort ist. Russland droht übrigens nicht mit einem Regime-Change in Kiew. Es bietet lediglich seine Unterstützung an. Das ist etwas ganz anderes. Was würden Sie Anna antworten? Naja, das ist die Diktion von Lavrov gewesen. Das ist mir auch aufgefallen, dass er sagt, wir helfen den Ukrainern dabei. Aber das sind natürlich Formulierungen, die das Ganze vielleicht etwas abfedern sollen. Aber an der Essenz der Aussage, glaube ich, ist ja nichts zu rütteln, dass man nämlich schon glaubt, jedenfalls Lavrov hat das so ausgedrückt, dass man in der Lage wäre, die ukrainische Opposition so zu stärken, dass sie zu einem solchen Putsch, wenn man das denn so nennen will, in der Lage ist, ohne dass russische Truppen bevorstoßen müssten. Das sehe ich als totale Illusion an, obwohl ich nicht bestreite, dass es natürlich russlandaffine Bevölkerungsteile gibt auf der Krim oder im Donbass, vielleicht doch im Süden, wo die Ukraine ja selber drum ringen, um festzustellen, wie kann es zu einer solchen Kollaboration kommen, dass im Süden Gebiete eingenommen werden von russischen Truppen ohne großen Widerstand, ohne dass Brücken gesprengt werden. Übrigens, dafür ist nicht der SBU verantwortlich. Für Brückensprengungen ist die Armee verantwortlich. Und noch eine letzte Frage für heute von Jens Eppler auf YouTube. Herr Richter, müssen wir wirklich zusehen, wenn Russland das durchzieht?
Ich vermute, er meint, wenn Russland die Ukraine völlig unter Kontrolle nehmen will. Nun zusehen, das kann man ja nicht sagen. Also wenn Sie sich anschauen, was westliche Regierungschefs miteinander vereinbart haben, dann kann man sagen, dass es ja eine Doppelstrategie gibt. Und zwar einerseits die militärische Hilfe und finanzielle und natürlich wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine. Auf der anderen Seite aber auch den Versuch, Russland so zu isolieren, dass die russische Wirtschaft in die Knie geht. Der zweite Teil der Strategie, den halte ich jetzt schon für gescheitert, offen gesagt, weil es gelingt nicht, den globalen Süden davon zu überzeugen, dass sie Partei nehmen sollen in einem neuen Ost-West-Konflikt, der aus Sicht des globalen Südens in erster Linie ein Konflikt zwischen nördlichen Staaten ist und das heißt vor allen Dingen ein Konflikt zwischen ehemaligen Kolonialmächten. Das heißt, hier hat man einen ganz anderen Blick auf die Dinge und selbst Staaten, die sich selbst als demokratisch sehen, wir haben es beim G7-Gipfel erlebt, werden diese Blockkonfrontation nicht wollen und nicht daran teilnehmen. Das ist auch die Frage, ob das langfristig im Interesse der internationalen Ordnung ist, wenn man die UN dann so spaltet. Ich glaube eher, dass es darum gehen muss, die Ukraine zu befähigen, einen Widerstand zu leisten, der ihre Verhandlungsposition verbessert, sodass sie am Ende ihre Souveränität wahren können. Aber der dritte Aspekt einer Strategie, den habe ich bisher vermisst, es muss auch den Versuch geben, vernünftige Verhandlungslösungen vorzuschlagen, die etwa dort liegen könnten, wo Zelenskys Vorschlag ja schon im März lag. Hier, glaube ich, kann man noch mehr tun, um auch diese Möglichkeit einer diplomatischen Lösung immer wieder ins Auge zu fassen, selbst wenn sie heute vielleicht nicht machbar ist, aber wenn der Erschöpfungszustand zunimmt, dann glaube ich, dann wird es darauf hinauslaufen.